Moin Moin Matrosen, hier sind der Tommy von Two Crazy Games und der Klabautermann von Klabautermann LP. Wir spielen auf der sogenannten Wüsten-Map das ganz neu rausgekommene PlayerUnknown's Battlegrounds 1.0 und der Tommy sagt jetzt gleich, wo wir hingehen. Hallo, lieber Klabbi, ich begrüße dich recht herzlich zu meiner Linken. Ich würde vorschlagen, wir springen irgendwo hin, wo uns keiner vors Knie findet. Schießen kann. Und da bietet sich doch Cruz del Val an. Cruz del Val, wo ist das? Ja, das ist da, bei Gelb. Kriegen wir das hin? Wollen wir das probieren? Oder? Also das Abspringen kriege ich hin. Okay, dann überlegen dann und nicht vors Knie schießen, mal schauen. Jetzt. Oder? Oder? Ja. So. Das ist ja schon das, was da unten ist. Nee, das ist das andere. Das ist das hintere unten. Also das. Das obere, hintere. Ah, nee, das hintere ist schon Tierra Bronca. Dann kann ich ja doch ein bisschen steiler runtergehen. Naja, oh, guck mal, da ist so eine Art. Genau. Auf dem Berg oben. Ja, genau. Keine Ahnung, ob da Loot liegt. Ich gucke mal gerade, ob wir irgendwo Besuch haben. Ja, gucke ich auch. Ich sehe niemanden. Ja, rechts von uns, weiter weg. Links von uns, weiter weg sind auch welche. Ich versuche da in diesem Garten zu landen. Das ist eine Kirche, oder? Na, das ist irgendwie so ein Anwesen oder sowas. Ich weiß auch nicht, was das ist. Komisch. Komisch. Oh, das ist aber schön. Ich habe eine Handgranate, Ich mache jetzt gleich alles kaputt. Alter, mach das nicht. Klabbi, du kennst dich. Du fängst dann an, alles kaputt zu machen und dann ist alles kaputt. Und ich finde nichts mehr. So, Freunde, wo ist jetzt hinten und vorne? Ich mach mal hier die Türen auf. So, komm mal her. So, Hände hoch. Also ich in diesem komischen Kreuzgang war jetzt nicht wirklich viel. Ja, also ein paar Attachments und Granaten. Okay, ich zeige auf zu meckern. Ich habe einen Rucksack gefunden. Das ist ja schon mal. Hallo, das soll ich noch mitnehmen? Was? Ja, das ist ja schon mal gut. Also, ich finde jetzt hier auch nur Struts irgendwie, obwohl eine Skal. Die Skal nehme ich mit. Das ist schon mal. Ich will nicht meckern. Das bin ich hinter dir, nicht auf mich schießen. Obwohl, eigentlich könnte man mal. Nein, nicht auf mich schießen. Na gut. Okay. Ausnahmsweise. Aber du hast zumindest schon mal, du hast zumindest schon einmal den Rucksack, der fehlt mir ehrlich gesagt jetzt hier noch. Ja, den habe ich im Kreuzgang gefunden. Im Kreuzgang? Ja, vielleicht, draußen. Ja, vielleicht ist da noch einer. Ich guck mal gerade. Nein, da ist keiner mehr. Nee, ernsthaft. Wie bei der Truman Show. Ich will mal Entdecker werden. Es wurde alles entdeckt. Es wurde schon alles entdeckt. Ja. Ah, den Film habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, Mann. Truman Show. Ich habe letztens den Soundtrack geholt. Übrigens sehr empfehlenswert. Sehr schöner Soundtrack. Den höre ich sehr gerne, muss ich sagen. Ich bin schon unten im Dorf. Ja, dann lass ich mal nicht abknallen. Ich gucke hier noch ein bisschen rum. Tommy glaubt mir nicht, dass ich unten war und dass es da keine Rucksäcke mehr gibt. Nee, das glaube ich dir nicht, weil du mich immer anlügst. Du Lüger. Aber ich lach doch dann auch immer dreckig. Ja, ja. Kennst du doch, dass ich Aber bei dir, fehlt dann halt sowas wie ein Basinga oder so. Weißt du, wie der Sheldon von Dingens. Der sagt immer Basinga und dann weiß jeder, ah, das war ein Witz. Bei dir erkennt man das manchmal nicht so. Das haben Klabautermänner so an sich, ne? Oder? Ich lass dich manchmal ziemlich lang zappeln. Ja, dann bin ich ein Zappel, Philipp. Schon, dass man das erkennen kann. Du bist immer so gemein zu mir. Ja. Du bist immer so gemein zu mir. Mit Freuden. Weil du nämlich ein Lump bist. So ein Lump. Oh, ich bin ja in eine Kirche gelandet irgendwie, ne? Sehe ich gerade. Schon wieder? Ja, ganz komisch. Freunde, ich brauch mal, einen Rucksack, bitte. Amen. Mal
gucken. Schieß mal leise. Nee, hab ich mir nur eingebildet. Hast du ein Auto gehört? Nee, ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Das war dein schlechtes Gewissen. Oh, oh. Ein schlechtes Gewissen schickt mir Schritte. Ich gehe dann mal über den Friedhof. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich war einmal nachts auf dem Friedhof. Wo rennst du denn rum? Wollen wir nicht mal langsam wieder zusammenfinden? Na, es liegt nicht an mir. Es liegt nicht an mir. Aber ich komme dir hinterher, nur ich brauche ein bisschen länger, weil ich halt gerade Wert auf Looten lege. Aber auf der anderen Seite finde ich auch gerade ein bisschen spooky, weil die... Lass uns mal, ich komme mal zu dir runter. Wir sollten vielleicht jetzt hier ein bisschen mehr zusammenrücken, weil ich vermute, dass hier gleich ein paar Spieler auftauchen werden, die uns natürlich... nicht unbedingt zum Grillen einladen werden. Ja doch, natürlich wollen die uns grillen. Der Enz? Ganz erschrocken, du hast einen Mixer angeschlossen? Alter, was ich angeschlossen habe, Mann, das ist hier... Mann, der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja, ich habe hier einen Mixer angeschlossen, einen Kompressor, ein Audio-Interface, ein Sound-FX-Gerät. Alles mögliche habe ich angeschlossen. Ich mache demnächst mal ein Tutorial dazu. Die sind geplant. Ja, bitte. Ja, die sind echt geplant. Die sind geplant. Ich schreibe auch schon dran. Nur ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer, weil vor Weihnachten ist bei mir im Job immer relativ viel zu tun. Deswegen, ja, ich heb mir das so für nach Weihnachten auf. Nach Weihnachten und ich komme zu dir ins Haus. Und zwischen den Tagen halt. Da habe ich ein bisschen Luft und da kann ich ein bisschen mich mal an Tutorials mal probieren. Das habe ich auch noch nie wirklich gemacht. Hier oben liegt dein Rucksack. Oh, danke, ich komme. Wo denn? Wo? Da. Ach, da. Gott sei Dank. Huch. Hä? Wie hab ich das denn gemacht? Hast du die Tür zugemacht? Ja, und ich hab irgendwie... Ganz komisch. Ganz, ganz komisch war das gerade. Ich husche Wieselflink ins Nachbarhaus. Ich Wieselflinke husche direkt hinterher. Ach so, da hätte ich die Tür auch nicht zumachen müssen. Entschuldigung. Ja. Das war der berühmte Elefant im Porzellanladen. Aber hallo, hier liegt ein Zweierhelm übrigens. Wo? Gib ihn mir. Gib ihn mir. Ah, Stylo. Voll geil. Ja, mein lieber Enz, da müssen wir mal gucken, wann wir mal PlayerUnknown's mal zusammenzocken können. Hab ich mich erschreckt. Ich dachte, du wärst da schon durchgejumpt. Dann warst du in einem anderen Porzellanladen. Ja, ich war in dem Porzellanladen nebenan. Die hatten aber geschlossen. kann man jetzt eigentlich als Dreier-Team spielen oder so? Geht das? Ich glaube, Dreier geht nicht. Zweier und Vierer geht und Einzel. Ja, da muss der Enz noch einen mitbringen. Dann machen wir mal eine Vierer-Runde oder so. Hat so lieb bitte gesagt, weißt du? Da konnte ich nicht widerstehen. Ja, voll okay. Ich krieg gerade ein Lob. Ja, nice, super Qualität deine Videos. Danke. Das kann ich aber echt zurückgeben. Wie gesagt, beim letzten Battlefield-Video, dieser Zusammenschnitt, da habe ich mich echt bepieselt irgendwie. Den fand ich echt lustig. Endlich ein vernünftiges Gewehr. Und daraufhin habe ich mir nochmal ein Battlefield-Video nochmal angeschaut. Aber da fand ich den Zusammenschnitt noch besser irgendwie. Vielleicht ist mir Battlefield auch zu realistisch irgendwie. Weiß ich auch nicht. Obwohl. Weiß ich nicht. Vielleicht springt da der Funke einfach noch nicht, weil ich zurzeit so wenig Zeit habe. Kann auch sein. Hast du Lust, einen Sauhaufen zu machen? Ja, bitte. Aber obwohl, ich kann nichts dazu beitragen. Vielleicht finde ich... Ach hier, ich kann vielleicht doch was dazu beitragen. Ich finde gerade noch zwei Sachen. Warte. Oh, ein Verband. Nimmt normalerweise nichts mit und jetzt hört der Sauhaufen und dann packt er mal schnell zwei. Genau. Sauhaufen. Zwei Smoke-Granaten ein. Ja, Sauhaufen. Komm, wo bist du? Bevor wir Sauhaufen machen, sollten wir auf die Map gucken, aber das ist alles fein.
Oh ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier keinen Besuch kriegen, ne? Immer noch. Also es, Achso, geht's reingehen? Lass uns reingehen für einen Sauhaufen. Ja. Cool, das riecht tolle Sachen hier. Dann nehme ich schon mal die Visiere, wenn ich darf. Ja, das ist manchmal findest du Zeug und dann manchmal findest du gar nichts. Brauchst du, was brauchst du an Munition? Fünfer. Oh, die brauche ich selber gerade. Ja, dann ich brauche auch nicht dringend. Ich habe, was habe ich denn? 20 Schuss. Ich brauche sie doch dringend. Okay, pass mal auf. Komm, du kriegst dort 30 von mir. 30 Stück. Dann gebe ich dir meine Schrotflintmunition. Komplett. Ja, danke. Oh, danke. Halt, was war das? Schuss. Und Schritte draußen. Im Westen? Der ist ja noch. Der hat, der weiß, dass wir hier sind. Ja, natürlich weiß er das. Lass das mal den Papa machen. Naja, wir müssen weiter. Der Papa macht das gut. Die warten jetzt. Frage. Wollen wir irgendwas veranstalten und dann wegrennen? Also so ein paar Mal schießen und wegrennen? Nee, ich würde noch, würde ich einfach still wegrennen. Das Problem ist, wo? Und wie? Durchs Fenster? Dann müssen wir kaputt machen, dann wissen die das. Ja. Ja, wenn wir schießen, wissen sie es auch. Also wir müssen ja rein theoretisch in die Richtung da drüben. Siehst du das Haus da drüben? Lass uns. Wir müssen zu Orange. Also ich würde hier raus. Wo raus? Ich komme. Hier. Aus dem Fenster. Dann, nach dir. Lass mal kurz noch übers Feld scoupen. Wieso kann man da nicht raus? Ah, man kann nur. Du rennst jetzt einen Berg hoch? Okay. Ja, irgendwie. Also hier drüben lang irgendwie so ein bisschen halt, ne? Damit ich auch gut zu sehen bin. Aus der Ferne, weißt du? Nein, der Plan war eigentlich irgendwie, dass er vielleicht hier hinten irgendwie so ein kleiner Graben ist oder sowas. Nee, es ist so gut gelaufen. Wir sind gut aus dem Schussfeld rausgekommen. Das ist okay. Komm, jetzt erst wieder rein, aber nur wenn er aus dem Dach steht. Und jetzt kommen wir. Ach so, ich habe ein normales Scope nur. So richtig viel und weit schießen kann ich leider nicht. Dann lass uns weiter huschen. Doch perfekt geklappt. Gar nicht mal so verkehrt, ja, das fand ich ganz gut. Im Notfall machst du halt immer so eine kleine Show, weißt du, schießt in alle Richtungen und dann rennst du. Dann kannst du halt. Nee, ich habe letztens in einem kleinen Testspiel, ich glaube vorgestern oder so, habe ich für mich nochmal gespielt eine Runde. Da habe ich das tatsächlich gemacht. Habe ich irgendwie in alle Richtungen geschossen und dann. Ja, die Köpfe runtergenommen? Ja, genau, ich bin geflitzt.
Und war dann auch weg. Und das hat echt gut geklappt. Das war schon gut. Achtung. Achtung, oh, hilft mir nichts. Was ja, ist Achtung? Ja, also ich höre, ach so. Auto von links irgendwo aus der Ferne. Jetzt höre ich nur Bomben. Ach shit, da war noch Glas drin. Oh, erschreck. Alter. Oh, schlag weiter, kleines Herz. Schlag weiter. Alter, hab ich mir jetzt erschreckt. Ich, ey. Wir sind noch gar nicht da, wo wir hinwollen. Komm, wir müssen weiter. Ja, ich weiß. Und das ist noch ein Stückchen. Ja, ich dachte mir nur, es macht irgendwie Spaß, irgendwie so. Mal in die Kirche rein. Ein bisschen beten. Ja, warum denn nicht? Geradezu Richtung Süden. Genau Richtung Süden fährt ein Auto den Berg hoch. Ja, die wollen wahrscheinlich auch dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Naja, muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Aber nur ein bisschen, bitte. Ja, nicht zu viel. Oh, die haben da angehalten. Ganz oben auf dem Berg, siehst du das? Ja, aber es wird so alles schon super knapp. Also wir können auf so Heckenschützen keine Rücksicht nehmen. Ja, ja, ich sag nur, dass man vielleicht gucken sollte, dass wir... Wenn wir im Tal unten sind, kriegen sie uns erstmal nicht mehr. Die Hänge sind da so steil. Siehst du, und weil du so Sorge hattest, schießen sie jetzt auf dich. Und weil ich zickzack laufe. Und dich treffen sie besser als mich. Das macht aber nicht so viel Spaß. Oh, die Zone kommt aber echt schnell irgendwie. Ja. Ich sehe den Buggy von ihm. Oh, ich sehe den Typen auch. Ah, oh, das war's schon. Damn! Shit, jetzt hat er gerade einen Kopf untergenommen. Eine richtig doofe Runde, aber ganz ehrlich. Ich versuche noch rauszukrabbeln. Bleib du irgendwie in Deckung? Ach, der sieht mich schon. Der guckt schon über den Hügel. Mann! Nein! Nein! Na, das wird ein bisschen knapp. Mit ein bisschen Glück komme ich vielleicht noch über die Grenze. Aber... Jetzt mal ohne Mist, ich habe echt das Gefühl irgendwie, dass die Karten oder die Dimension okay. Auch... Da war dann null massiv. Deckung. Ja, null Deckung, aber richtig. Wir hätten sozusagen, glaube ich, eine Karre gebraucht. Und das war... Nee, das war eine doofe Runde. Wollen wir die Runde hier beenden oder noch einer direkt einen ranhängen? Ja, noch einen hinten dran. Ja, war, würde ich sagen, okay. Ohne Deathcam gleich in die Lobby. Ja, okay. Okay. So, wir könnten jetzt so Prisoner machen, sonst sind wir gleich wieder tot. Nein, ja, die kein Prisoner. Einiges kleiner. Ich hab das Kürzlichen eine Folge rausgebracht mit dem Titel Im Prison ist beschissen. Das war die Folge, wo wir nach einer Minute tot waren. Wollen wir nach Polinki oder Potschniki oder wie auch immer das hier heißt? Ich würde sagen... Weil da halt auch viele hingehen. Gatka, würde ich sagen. Gatka, na, du bist ja optimistisch. Ja, ich bin sehr optimistisch, aber die Karte ist kleiner, glaubst du? Die Karte ist... Ich mach mir mal hier, der gelbe ist der Ausweichmarker. Ja. So, ich hüpfe jetzt schon mal. Wenn es sein muss. Spiel trotzdem nochmal meinen Jingle ab, wa? Einfach nur über beim Rausspringen, so als Motivation, weißt du? Als Motivation, schon klar. Ja, ja. Ich motiviere mich immer zum Verlieren. Aber, Freunde, 170.000 Streams allein für PlayerUnknown's Battlegrounds hier auf Twitch. Und zwei davon sind wir. Zwei davon sind wir. Das ist zu krass einfach nur. Das ist einfach nur zu krass. Genau, das Motivation. Ich würde behaupten, ich habe besser gezielt als du. Ja, aber auch nur, weil du streust. Nein. Ach, du bist so blöd. Ich lande jetzt zur Strafe noch früher.
Nein, da wollte ich landen, Mann. Da wollte ich rein. Du darfst da rein. Direkt nach mir. Mhm. 3er Helm. Genau, 3er Weste, 3er Rucksack, 3er Helm. 3er Uzi. Hey, wo renne ich denn hin? Mann. Keine Ahnung. Komm, lass mir was übrig. Das sind 2 Häuser, ne? In das kleine gehe ich. Du kannst in das große gehen. Okay. Ah gut, ich nehme Gott sei Dank die ganze Zeit auf. So, 2er Helm, sehr gut. Nix gefunden, Junge, nix. Ich weiß, dass du nichts gefunden hast. Weil du ja vorher drin warst, ne? Ja. Na, ich habe wenigstens einen Helm. Na, wenigstens das. Sieht total schick aus. Ah, und eine Waffe habe ich. Auch nicht schlecht. Keine Munition, aber dann werfe ich zur Not wie bei SOS einfach mit der Waffe. Hast du dir den Clip angeguckt? Ich habe mich ja heute echt besemmelt, ne? Ich habe den vorhin erstellt und dann habe ich, ich musste so lachen. Ich musste über meine eigene Doofheit lachen. Hat Spaß gemacht. Ich habe es ja selbst nicht gesehen. Ich habe nur gehört, oh, ich habe gerade die Signalpistole weggeworfen. Ja, das Problem ist, normalerweise wirfst du ja Sachen weg und dann wirfst du die halt nur so 2-3 Meter weit. Ich habe die halt geworfen, als würde die nichts wiegen und die Gravitation hätte nachgelassen, weißt du? Und da war die so weg. Die so, fort war sie. Und das sah so doof aus. So, ich habe zumindest ein paar Schuss Munition gefunden. Hast du noch was gefunden? Ja, nichts wirklich Berauschendes. Nichts Gutes, ne? Aber wir sind in der Zone drin. Lass uns Richtung Gatka gehen. Oder Richtung da. Richtung Orange. Wo ist Gatka? Hä? Wo ist denn Gatka? Gatka ist da. Und Frage, wollen wir hier hin? Ich will lieber nach Gatka. Okay, dann Richtung Gatka. Ja, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin, mein Freund. Wir sind mittendrin, mein Freund. Mittendrin sind wir. Oh yeah. Aber ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Liegt vielleicht daran, dass wir das streamen. Ha. Ach so. Ja, aber ich weiß genau, dass es 2 Zuschauer sind und einer ist wahrscheinlich der Eddie und der andere ist die Captain Babs. Ja, und der Enz. Vergiss den guten Enz nicht. Aber der sieht mich ja nicht. Ja, dich nicht. Da fühle ich mich nicht beobachtet, da fühle ich mich nur belauscht. Genau. Der lauscht dir nur. Auf der Karte habe ich immer das Gefühl, dass ich irgendwo ganz, ganz weit im Hintergrund irgendwo so ein Auto höre. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Am Rauschen des Windes. Ja, irgendwie sowas. Okay, alle Türen bis hierhin zu. Genau. Der Enz belauscht dich aber sowas von. Naja, der will ja auch mal ein guter Spieler werden. Naja, der holt sich ja quasi von uns die Tipps. Also wir sind ja hier immer die erste Anlaufstelle, weißt du? Mhm. Für Versagertum. Ja, so richtig versagen, das kann nicht jeder. Das muss man echt professionell machen. Das nützt nichts. Ja, also ich persönlich war auf der Noob-Schule. Ja, ich war auf der Noob-Universität, Mann. Nee, ich hatte schon alles gelernt, nachdem ich auf der Schule war. Dann haben die gesagt, Klabbi, du kannst hier nichts Neues mehr lernen. Ja, ich hab's. Du bist so ein Versager. Ich hab's dann nochmal vertieft, weißt du? Nochmal so richtig schön im Detail. Ich hab ne Pfanne. Ja, dann mach doch mal Rührei. Wenn du schon Chicken Dinner machst.
Ich habe einen Zweier-Rucksack und einen Zweier-Helm und eine Zweier-Brillantgranate. Okay, stell dich mal bei dem Hof auf, mach die Augen zu, dreh dich um und dann gibst du Kugel von Langnese. Uiuiui. Oh, gut gelandet. Ja, der Enz schreibt ja auch gerade, also er holt sich die Skills nur von den Besten. Das ist, das muss so, das ist gut so. Das hast du schon eine Weste? Nee, doch. Aber ich habe keinen guten Helm und keinen guten Rucksack. Alles nur Einser. Oh, jetzt wird er auch noch schnäubisch hier. Es reicht ihm nicht mehr, dass er einen Helm hat und einen Rucksack. Er will einen guten Helm und einen guten Rucksack. Ich will auch einen guten Mitspieler. Kriege ich den? Nee. Kannst du einen Enz mal fragen? Ja, der Enz ist noch nicht so noobig. Aber ja. Ich habe ganz viel Zeugs für einen Sauhaufen. Für Qualität muss man halt was leisten. Hier ist noch ein einer Rucksack. Ist es das Haus? Warst du hier schon drin? Ich glaube ja. In einem Haus war ich schon am Looten. Ich gehe jetzt eins weiter als du bist. Aber Dude, ich habe ganz viel Zeug. Wenn du schön brav durchgelootet hast, dann darfst du herkommen, dann machen wir einen Sauhaufen. Genau, noobiger geht's nicht, schreibt der Enz. Sehr gut. Wisst ihr, wir haben schon mal unserem Namen alle Ehre gemacht. Weil ich könnte ehrlich gesagt auch jetzt schon einen Sauhaufen vertragen. Ja, lass uns mal gleich einen Sauhaufen machen, bitte. In der Küche. Ich bräuchte eigentlich noch irgendwie eine Waffe. Also ich habe nur eine Handfeuerwaffe, mehr habe ich nicht. Dann habe ich einen Schalldämpfer für dich. Das ist schon mal gut. Oh, und kann dir schweren Herzens... Das ist nicht so sinnvoll. Was? Wenn du die Sauhaufen, wenn wir die getrennt voneinander machen. Du hast mir jetzt einfach eine Waffe hingelegt. Wo ist denn der Sauhaufen? Nee, nee. Warte. Was braucht die? Genau. So, warte. Das kann ich alles gar nicht gebrauchen, weil ich das nämlich alles schon habe oder irgendwie nicht an die Waffe passt. So, dann habe ich jetzt hier 1000 Millionen ACP-Schuss. Okay, ein Rotpunkt, das nehme ich gerne für meine Handfeuerwaffe. So, und der Enz schreibt, Sauhaufen macht man auf Toilette. Aber wir kacken dem Wirt gern mal auf die Theke. Das kann man auch in der Küche machen. Dann hat das quasi noch so ein... Ja, bekommt die Küche quasi noch einen extra Stern, weißt du? Ich glaube, da nehme ich die Mikro-Uzi noch mit dazu. Hier liegt noch ein Zweierhelm in der Ecke. Perfekt, ich komme sofort. Also unten am Fuß der Treppe. Obwohl, Mikro-Uzi, komm. Am Fuß der Treppe kommt sofort, gehe ich sofort hin. Warte. So, was haben wir hier noch? Oh, was ist denn eine Thompson? Ach. Das ist ja cool, was ist das denn für ein schniekes Ding? Ich habe eine Thompson gefunden. Ich weiß gar nicht, was das ist für eine. Die sehe ich jetzt ehrlich gesagt. Ist das nicht so eine Minigun? Nee, das ist so ein. Wie soll das. Ja, es sieht eigentlich aus wie eine so Hauptwaffe. Es steht hier unendlich Munition. Unendlich Munition mit angelegtem Trenchcoat? Hä? Alter, hast du einen Trenchcoat? Nein. Was zum Teufel ist ein Trenchcoat? Das sind diese Matrix-Mäntel, die schwarzen. Alter, echt? Jetzt komm, lass uns so einen Mantel finden. Und dann rennst du mir die ganze Zeit Dauerfeuer machend, rennst du neben mir her. Das ja, lass mal schön sein. Genau so, damit auch alle sehen, wo du bist. Genau, da ist er, da ist er. Da ist der Klabbi, da, auf den könnt ihr schießen. Nicht auf mich, ich feuere hier nur rum. Unendlich Munition mit so einem Ding? Krass. Trenchcoat. Können die nicht schreiben Mantel oder so? Ah, da bin ich wieder zu deutsch für, ne? Ah. Furchtbar. Und die konservativen Ossis, ey. Schlimm. Furchtbar, Junge. So. Es ist mir fast zu ruhig irgendwie und dafür, dass wir hier so... So,
So eine richtig, richtig geile Waffe habe ich noch nicht. Ja, wollen wir noch eins weiter zu den abgelegenen Dörfern von Gadgar, die ich gelb markiert habe? Ja, lass uns mal probieren. Vielleicht finden wir auf dem Wege irgendwo einen Trenchcoat. Da bin ich jetzt echt mal gespannt irgendwie. Hast du noch ein bisschen Sauhaufen-Zeugs? Ne, nicht wirklich. Schade. Boah, den letzten Schluck Kaffee hätte ich mir klemmen müssen, nicht? Dance, ich wünsche dir einen schönen Abend. Falls wir uns nicht mehr lesen oder gegenseitig sehen sollten, ich wünsche dir ein schönes Weihnachten. Hau rein, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann, lass uns mal irgendwann mal irgendwie nach den Tagen oder im neuen Jahr einfach mal irgendwie schwätzen oder mal irgendwie Kontakt aufnehmen und dann gucken wir mal, ob wir mal eine Player Announced Battleground Session irgendwie hinkriegen. Hau raus, danke. Ciao. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Gute. Ja, also für alle, die jetzt irgendwie vielleicht noch irgendwie zuschauen oder irgendwie dazukommen und so, ich glaube, ich muss den Enz, muss ich mal empfehlen irgendwo. Der macht echt gute Sachen. Enz, hau raus, bis dann. Der Gute. So. Ich bilde mir ein, ich höre ein Auto irgendwie. Das ist wieder der Wind irgendwie. Ich kriege das manchmal nicht auf die Kette. Wenn du einen Trenchcoat findest, dann schrei ich. Wir sind immer noch in der nächsten Zone. Das ist auch gut. Aber die wird bei Georgopol irgendwo enden. Ich glaube auch. Das sieht noch sehr spektakulär aus. Wir können die Straße lang nördlich von Gadgar uns da irgendwo in den Wald legen und hoffen, dass sie uns nicht finden. Klar. Halt, habe ich eine Rauchgranate? Rauchgranaten, ich glaube, diese Rauchgranaten unterschätzt man. In der Tat. Bist du? Ich hab noch ein Zweiervisier für dich. Oh, liegt hier. Ach nee, ich hab in der Tat ein Vierer. Danke, brauche ich nicht. Dann feig. Oder, habe ich ein Vierer? Ach nee, ich habe auch nur ein Zweier, aber ist okay. Dank dir trotzdem. Dankeschön, du kleiner Nasenbär. Also gehen wir zu Gelb? Leben? Ja, bitte. Ach, schön. Ich freue mich. Ich freue mich. Morgen, letzter Tag vor Weihnachten. Das wird ein Ding. Das wird richtig cool. Und dann schön ein bisschen die Beine hochlegen. Wir waren einkaufen. Wir haben uns heute schon in den Rewe gestürzt. Und da haben wir eingekauft für 3 Jahre gefühlt. Ein Einkaufskorb übel voll, ein richtiger Berg. Aber wir haben sehr gut eingekauft. Wir sind gerade mal auf 105 Euro gekommen. Das klingt gut. So mit allem Schnickschnack halt, ne, was man halt so braucht. Um alle Eventualitäten irgendwie abzudecken. Da sind, glaube ich, Türen auf. Ja, glaubst du oder siehst du? Ist das ein Jeep, der fahren kann? Ich glaube ja. Okay. Die Türen sind doch zu. Dann werden wir das mal im Auge behalten. Hier liegt doch noch Loot da. Hier liegt ein Vektor, wenn du sowas willst. Nee, ich möchte gerne so einen Trenchcoat haben. Hier liegt noch eine Pfanne. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir alles. Okay. Was haben wir hier? Hier oben liegt ein Zweierrucksack für dich. Oh, der kommt mir auch gerade recht, muss ich sagen. Ballistische Maske, Lederhandschuhe. Ja. Was haben wir denn hier noch? 9mm Muni. Ah, ich muss unbedingt noch ein bisschen Wasser trinken. Ich habe irgendwie schon wieder die Nase so zu. Ich habe das jetzt immer abends, ne? Also tagsüber ist das echt okay, aber abends ist es echt irgendwie der Kopf dicht. Ja, Obacht. Mit der tödlichen Männergrippe ist nicht zu spaßen. Ja, furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Ich bin auch ganz bedächtig vorhin in den Livestream gegangen und gesagt, ob ich das überlebe.
Wenn nicht, bist du für eine gute Sache verreckt. Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Obwohl, ich meine, wir haben es ja gerade nicht eilig, ne? Ich trinke mal gerade ein Schlückchen, Moment. Wir haben es ja nicht so eilig. Jetzt höre ich irgendwas. Ich auch. Da drüben kommt ein Dacia. Die kommen in dein Haus. Soll ich feuern? Die sind, ja. die sind bei dir drinne. Ja, bitte Feuer. Der kommt zu dir rein, der ist drin. Waffe leer. Waffe nachgeladen. Wo sind sie? Und nach dem, die sind ja zu zweit. Scheiße. Ja, die kommen hoch. Die müssten gleich hochkommen. Oh nein. Schleichen, ducken, wegrennen. Alter, merkt ihr das doch mal. Schleichen, ducken, wegrennen. Das ist doch nicht... Kommt nicht hoch. Psch, psch, psch. Spring raus, ja. Spring raus. Das geht nicht. Doch. Oh. Oh. Ja, es waren halt nur 20 Schuss und ich hatte ehrlich gesagt nicht mit ihm gerechnet. Freunde. Hier ist was. Was ist das heute für eine. Was ist, aber wir haben ja eine überlange Folge gemacht, ne? Das ist eine überlange Folge, wir haben Platz 16. War okay, denke ich, ne? Ja, und der hat meine Pfanne noch nicht geklaut, aber die kommt bestimmt gleich noch. Der Lump. Wenn er nicht. Ja. Der Lump. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. In der nächsten Folge geht's weiter, wenn es heißt: zwei Noobs auf dem Schlachtfeld. Schleichen, ducken, wegrennen. Abo nicht vergessen, Däumchen nach oben und natürlich konstruktive sind die Kommentare. Klabbi, wir sind raus, denke ich, oder? Jo, macht's gut. Bis demnächst.